weiße Eimer von Tobi. Der ist bei der Bergwacht. Genau, der ist bei der Bergwacht. Und der möchte ja auch hier den Kompilatinen. Ja, aber das ist ja. Also wie gesagt, ich weiß normalerweise im Deutschland nicht, ich weiß nicht, wie viel man mit dem Tausendwachen. Aber schaut sich das gut aus. Nein, das freut mich sehr. Die Kleinen, dass wenn sie jetzt irgendwo einen Hund sehen und sie läuft vor und sie schreit, muss der Hund sofort kommen. Wenn du sagst, bei Fuß muss der sofort bei Fuß kommen. Und das müssen sie halt alles lernen. Also ich glaube, du überforderst dich jetzt selber ein bisschen, wenn du sowas gleich machst. Nein, jetzt nicht. Ja, ja, gerne, das ist auch. Ja. Das ist ja nächstes Monat. Ja. Ja, schauen wir mal, was er sagt. Also normalerweise würde ich, also würde ich persönlich sagen, mach erstmal einen normalen Hund. Genau, dass du den Hund kennenlernst, der Hund dich genau und das weißt was. Schau, jetzt halt nur rein. Ja, der Wahnsinn, gell? Ach, jeder ist aber sie kennt so Neuße und dann hat sie ihn Dümmel. Der möchte aber nicht jetzt so Neuße. Nein, nein, nein. Dann aber sie so probiert es jetzt einmal. Das ist doch mal, oder? Ja, wir haben dann die Bälle und die Emma gleich hergerufen wieder und alles. Und dann ist er mit hergekommen, muss man sagen, oder? Also, vielleicht war das ein aber bei dem hat es total versammelt. Die haben ja gar nichts gemacht mit ihm. Nein, das, also wenn du mal zwei, drei Jahre gar nichts tust, dann bringt das eigentlich schwierig mit rein. Ich glaube, sie hat auch nicht Geduld oder was. Du hast ja zuerst gesehen, wo sie gerufen hat. Ich weiß nicht, wie heißt der? Der Hund steht da vorne. Hier, aus. Was schon der Lautstärke? Meine vier, sagt sie mal. Das bin ich schon gewohnt jetzt. Ja, und sie hat das Video aufgeschaut. Aha, Hundetraining oder wie? Hunde. Aha. Ah, dein Hof?